Hallo, herzlich willkommen zu einem Nuclear Throne Let's Play. Von mir schon wäre das letzte Mal haben wir mal wieder. Ja, wie gesagt, ich habe das schon mal in der Folge, glaube ich, in der vorletzten Folge auch so gesagt. Das passiert nicht, wenn ich ganz viel Neues. Aber genau in der Folge ist, glaube ich, sogar was Neues passiert. Aber das ist jetzt unwichtig, denn wir spielen einfach mal und ich nehme. Wen nehme ich denn? Ich nehme den Roboter. Dann haben wir ein bisschen weniger Munitionsprobleme. In der letzten Zeit bekommen wir ziemlich coole Waffen. Und ich lerne auch so langsam die gefährlichen Waffen zu benutzen. Gefährlich. Ich bin aber hier richtig zu dumm zum Reden. Ich wollte sagen, dass ich auch so langsam lerne, wie man die gefährlichen Waffen benutzt. Oh, ja. War das jetzt so schwer? Oh Mann. Ich nehme auch mal Attract Power, habe ich glaube ich noch nie genommen. Vielleicht ist es ja ganz cool. Oh, stimmt, ich habe ja die Waffe. So viel zu dem, ich lerne dazu. Ja. Oh Mann. Hat mir Angst gemacht und wow, das ist wirklich eine richtig riesige Range an Sachen aufheben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist dann doch viel nützlicher, wie ich es erwartet habe. Ich dachte nur stronger und also nur ein bisschen stärker und nicht ultra mega heftig stark und so. Es ist ein großer Unterschied, ja. Stopp! Oh, Mann! Diese verdammte Skorpione! Gottverdammt! Wieso existiert ihr nur? Was ist? Aha, und wir sind auch ein Level abgekommen. Nein, sind wir nicht. Stimmt, wir sind davon Level abgekommen. Ich bin mal wieder direkt neben mir, wie man hören kann, oder? Ja, ich denke schon. Und ich habe gerade mit Absicht versucht, irgendwas zu sagen, das nicht allzu viel Sinn macht. Um zu beweisen, dass ich direkt neben mir stehe. Ja. Och nee! Mann, no! So ein Spielverderber. Oh Gott. Aber. So, ja, es ist gar nicht mal. Wir haben jetzt zum Glück unsere kleine Weichei-Dings da. Und auch nie. Bald haben wir ein großes Problem. Bald haben wir keine Munition mehr. Und ja, er hat uns, glaube ich. Oh Gott. Er hat es uns ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe. Schnell einsammeln. Gut. Ich habe doch Munition, aber ich hätte trotzdem gerne. Warte. Zur Not könnten wir noch eine Waffe essen, aber ich würde darauf gerne verzichten, solange es geht. Das ist das Screwdriver. Das wäre eine Nahkampfwaffe, das wäre jetzt perfekt, aber das ist die Kaka-Nahkampfwaffe, die niemand haben will, Mann. Aber ich kann sie essen, genau. Nom. So, natürlich. Logisch denken ist schon eine schwere Sache. Oh, Mann, so viele Gegner, hier geht alles voll ab. Ich will doch nicht weiter. Oh, Discard, die esse ich. Das hört sich einfach lustig an. Oh, eine Waffe, die esse ich. Das kann aber auch nur ein Roboter sagen. Und hier können wir locker alles kaputt machen, ohne Angst zu haben, dass wir wegteleportiert werden. Denn hier ist noch dieses Vieh. Ich weiß nicht, ob man es Vieh nennen kann. Es ist ja eher ein Zuhause. Wir haben einfach mal das Zuhause vieler kleiner Viecher einfach weggemacht. Oh mein Gott. Und ich nehme keine Munition, weil ich verrückt bin. Ich nehme lieber ein bisschen weniger Gegner-HP. Erscheint mir logischer und nützlicher. Und wir haben nicht viel Munition. Und genau jetzt muss ich natürlich daneben hauen. Aber vor allem dann ist es schlauer, wenn die Gegner weniger Leben haben. Alter. Denn. Oh mein Gott. Ich will nicht so viel Munition verbrauchen. Und genau deswegen ist es auch schlauer, dass die wenig Leben haben, wollte ich gerade sagen. Denn. Weniger Leben bedeutet weniger Munition benutzen für die Gegner. Oh je. Hallo? Irgendwie Munition bitte. Oh Gott, da ist die rote Kiste. Also kann ich. Oh, und die andere. Perfekt. Stopp! Und was gibt's hier? Bazooka, Alter. Übertreib doch nicht. So. Okay. Es wird keine allzu schlaue Idee sein. Obwohl, wenn ich die bis zum Boss behalte. Ja, doch, das braucht noch eine Weile, bis der kommt. Aber wenn ich die bis zu dem einen Boss da behalte, sollte die ziemlich nützlich sein. Nur bis dahin die Munition auftreiben scheint ein bisschen schwer und ich weiß nicht, ob ich da unten jetzt die gefressen habe, die Waffe oder nicht. Was gibt's denn? Mehr Item Drops. Das scheint sogar schlauer als das hier zu sein. Denn da gibt's auch noch Leben dazu.
Und ich habe Leben gerne. Ich weiß, es ist verrückt, aber es ist so. Oh Gott. Ich muss aufpassen. Ich kann nicht einfach meine ganze Munition verschwenden. Oh Gott. Oh Mann. Willst du mich verarschen? Boom. So, so, das sage ich zu den Flammenwerfern. Ja. Ich würde nicht sagen. Ich weiß nicht, ob man das. Ja, doch. Ich lasse meine Waffen reden. Warum nicht? Oh je. Ich brauche für die maximal einen Schuss, wenn ich es richtig mache. Also sollte ich das am besten auch so machen. Und. Ich mach's einfach so. Boom! Stirb! Aha, der hat auch gleich den Flammenwerfer kaputt gemacht. Perfekt, so will ich das haben. Oh je, da ist Munition. Gar nicht gesehen. Mann, wie kriegst du viele Explosionssachen? Die sind so nützlich. Wenn ich die richtig benutzen würde, aber. Ich hab Angst. Ich darf jetzt nicht, wenn ich da an der Wand bin, darf ich zum Beispiel nicht zu weit in die eine Richtung hinsehen, weil sonst schießt die Gegenwand und dann bin ich sofort tot. Egal, wie gesagt, ich lerne. Ich lerne doch. So, sonst noch hier oben, oder? Aha, ich sehe dich. Oh, natürlich, der rennt sofort weg, wenn ich einfach mal die Bazooka raus soll, ja? Will ich auch hoffen. Und oh, boah, ich habe gerade zum Glück nicht ein bisschen zu weit nach links geguckt. Sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Das wäre nicht so cool gewesen. Ach nee. Wo taucht's auf? Gar nicht. Ach, da ist ein Gegner. Okay. Oh, schnell. Was ist das? Was ist das? Was zur Hölle? Hoffentlich ist es mitgekommen. Ich weiß nicht, was das ist. Energy Hammer? Der braucht Munition. Boom. Ach, der macht wahrscheinlich super viel Schaden. Ich habe ihn gegessen. Nein. Nein. Es war so dumm. Ah, ich dachte nicht. Oh, okay. Geil. Neue, einfach mal Restart. Ihr habt nichts gesehen. Die 7 Minuten gerade, die verschwinden jetzt aus eurem Gedächtnis. Schaut bitte in das Licht. Nein, bloß nicht. Sonst würdet ihr ja meine Verbesserung nicht sehen. So, wenn ich nämlich jetzt mehr als 7 Minuten aushalte, dann habe ich mich verbessert. Mhm. Obwohl ich mich, ja, keine Ahnung. Ich will darüber nicht reden, okay? Das war echt dumm gerade. Oh, danke. Ich weiß deine Ironie zu schätzen, Spiel. Ich habe mich gerade mit einem Explosivteil kaputt gemacht. Die erste Waffe, die ich bekomme, ist ein Granatenwerfer. Es ist bestimmt eine Steuer, dem hier sowas in die Hand zu halten. Geben, anzustecken, und so was auch immer. Aber ich werde schon damit klar. Ich bin ein Profi, ja? Mach das zu Hause bitte nicht nach. Ah! Oh je. Oh, oh. Und, Mann, und wenn ihr irgendwo Skorpion seht, macht die kaputt, okay? Scheiß Skorpione. Das ist auch gefährlich, ja? Also, das war gar nicht mal gelogen. Es sei denn, ihr habt ihn als Haustier. Hat jemand Skorpion als Haustier? Bestimmt. Fast alles wird das Haustier verwendet. Und da wäre. Oh, zum Glück ist mitgegangen. Weil ich kann es natürlich essen. So. Was nehmen wir denn? Ich mag die Boni hier nicht so arg. Also hoffentlich bekommen wir eine Energiewaffe. Was auch immer. Hoffentlich bekommen wir so eine Waffe. Eine Energiewaffe. Energie? Doch, Energiewaffe. Ah. So. Ich will hier nicht zu viel Denglisch reinmachen. Entweder Energy Weapon oder Energiewaffe. So. Hat sich ein bisschen komisch angehört. Oh je. Und ich glaube, da ist sie schon. Oh Gott, nein! Oh! Oh! Oh je! Oh. Ich lebe! Ich lebe! Und da hat man gerade ganz kurz meinen Stuhl knacksen hören, glaube ich. Weil ich fast umgekippt bin. Nicht umgekippt, aber. Das war schon. Ach nee, das ist eine Discgun. Warum? Warum tust du mir das anspielen, Nom? Ah, nicht so schlimm. SMG, oder? Na, ich will die SMG nicht. Ist doof. Die stinkt! Und boom! Ha, perfekt. Oh je. Popcorn essen. Sehr schön. So ist das schön, wenn man einfach mal was Schönes futtern kann. Boom! Und du auch. Ah, nein. Boom! So muss das sein. Beam mich weg. Nicht. Okay. Irgendwo hier scheint noch ein Gegner zu sein. Gegner? Ich höre was. Oh, okay. Boom! Oh, das ging
flüssiger wie erwartet. Was nehmen wir denn? Voll kacke, die Boni. Ich nehme einfach bald ja mehr Nutrition. Warum nicht? Auch wenn wir überhaupt gar keine Munitionsprobleme haben. Weil wir so viel zu fressen bekommen, weil wir so coole Waffen haben. Aber, naja. Warum nicht? Gefällt mir. Ist eigentlich eine gute Sache. Man sollte sich darüber eigentlich freuen. Was ich natürlich auch mache. Ah, halt auf! Große Ratten! Ah, meine schöne Munition verschwindet gerade. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich so viel Munition habe. Und jetzt einfach mal 100 Schuss verballert. Oh, oh, oh. Oh je. Ach nee, du verpiss dich, okay? Dummer Frosch da. Explodiert einfach. Seit neuestem kann ich Frosche im Videospiel eh nicht leiden. Seit, Monster Hunter 4 Ultimate. Da gibt es nämlich auch einen Frosch und der ist doof. Obwohl, er geht eigentlich. So schlimm ist er nicht. Er kann aber doch ziemlich nervig sein, wenn er bestimmte Attacken spammt. Aber, das ist unwichtig. Das hat nichts mit dem Spiel hier zu tun. Ich spüre hier irgendwie eine doofe Fliege, die mich nerven will. Und wenn es eine Stechmücke ist, dann wird es voll kacke und doof. So. Eine Assault Rifle. Perfekt. Nom. Her damit. Gefällt mir. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht irgendwie eine Waffe esse und dann dummerweise meinen Granatenwerfer direkt vor mein Gesicht und so. Und, es wird. No. Egal. Zwei Schaden wird nicht so viel, so schlimm sein. Sage ich jetzt. Was nehmen wir? Ja, extra Chest. Die können wir ja auch noch fressen und es ist dann so gesehen gleichzeitig noch Munition. Also, eigentlich ziemlich cool. Und, so viel zu dem, ja, Dings da, genau. Zu dem. Nein! Fehlt im Leben. Ja, ich hab's ja sagen müssen. Ich sollte sowas gar nicht mehr sagen. Weil das Spiel nimmt ihr das, über das ich mich freue, und gibt mir das, über das ich gern hätte. Ich sollte mich also über nichts freuen und alles haben wollen. Hier, das tut ein voll schlechter ziehendes Spiel, Mann. Das ist überhaupt nicht gut. Ha. Also das Spiel ist schon gut, aber die Erziehungsweise und so, ja. Ja, das lässt hier zu wünschen übrig. Und ich höre immer irgendwie doofe Munition, nicht Munition. So komische Geräusche. So. Irgendwie so ein Gegner, der wahrscheinlich so macht. Und ich bin mir nicht sicher, was denn das Geräusch macht. Und wow, der kann das auch zurückhauen. Oha, was für ein Drecksack. Stirb! Mann, warum ist das so ätzend? Stirb! Alter, der lebt doch! Alter, ich wäre gerade fast verreckt wahrscheinlich sogar. Oh je, ich habe Angst vor dem Feuer. Help! Ich hätte jetzt aber auch gern ein bisschen Attract Power, um ehrlich zu sein. Und ich bin schlecht gestartet. Das war schlecht. Egal. Wir hauen ja richtig die Runs richtig durch und. Aber ich hätte doch viel gerne kürzere Runs. Und. Die Gegner, die können in den Boden rein. Ist es neu, dass die in den Boden rein können? Oh je, ein Screwdriver. Ich benutze ihn hier jetzt noch am Anfang, glaube ich. Oh Gott. War natürlich wieder professionell von mir. Sehr, sehr gut. Ich benutze jetzt hier schön den Screwdriver, solange ich ihn noch gut benutzen kann. Solange bis eben stärkere Gegner kommen. Oh je. Warum du? Warum kein cooler Gegner? Assault Rifle. Schnell noch genommen. Oh je. Mehr HP. Item Drops sind jetzt nicht so wichtig, aber die Munition hier und so, ihr wisst schon. Wenn wir das da machen können, einfach alles wegfuttern. Ich habe jetzt den Screwdriver behalten, da wir die Pistole eh nicht benutzen werden, solange wir die Waffe haben. Und auch wenn ich den Screwdriver nicht viel benutzen werde, vielleicht werde ich ihn ja benutzen, wer weiß. Ist ja jetzt nicht nutzlos, nur oft nicht wirklich sinnvoll, sage ich mal. Weil er eher viel zu gefährlich ist. Einfach nur wegen der so popeligen Mini-Range. Und darum ist er auch schwer zu benutzen. Weil ich zu schlecht bin. Oho. So, was ist? Das war ein kurzer Raum. Aber wir sind auf kein Level deswegen abgekommen. Ich dengle hier vor mich hin und so, ja. Keine Ahnung, wie sagt man das? Denglisch reden ist dann dengeln. Ich weiß es nicht. Was ist es? Pumpgun brauche ich gar nicht. Wow, habe ich gerade alle mit den drei Schüssen kaputt. Oh, nein!
stehe hier gar nicht cool dran. Oh je. Oh. Stopp! Okay, einfach reinballern. Das wird schön gut ausgehen. Puh, das war. Der hat mir gerade kurze Zeit echt Angst gemacht, weil das ziemlich doofer Ort für den war, da zu sein. Und ich hätte gern mal eine coole neue Waffe. Oh, weil meine Munition leer geht. Oh je. Oh, da ist Munition, sehr schön. Oh. Und, ah gut, da ist noch ein Gegner. So kann ich den hier umbringen, der kotzt mich ein bisschen mehr an, wie so ein kleiner Popel. So, Popel da, keine Ahnung was, der nicht zielen kann, Mann. Wo schießt er eigentlich hin? Idiot. Oh. Oh. Nehme ich natürlich gerne. Aber ich, oh. So, ich fresse da, dann gerne die andere. Jetzt haben wir, eine Feuershotgun, die ist bestimmt cool. Kann ich auch gleich testen. Ah, was nehmen wir denn? Homing Bolts, nee. Verdammt. Ja, ich nehme einfach das hier. Da der Rest mir jetzt nicht so sehr gefällt. Und was ist denn das für eine komische Zahl, die da immer dran steht? Oh je. Ich hab. Ah, es ist wieder der blöde Platz, wo diese doofe Gegner da sein können, die einfach die Schüsse zurückschießen können. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich noch irgendwie schauen, wie man gut gegen die spielen kann. Weil im Moment habe ich noch ziemlich große Probleme gegen die. Ah, stopp! Und Gift. Nicht dahin gehen, das habe ich schon öfters gelernt. Grüne, helle Sachen sind böse. Auch wenn es mein Lieblingsfarbe ist, Mann. Normalerweise sind doch helle, grüne Sachen cool. Ha, zum Beispiel das Gras und Bäume und so ein Scheiß. Aber nein, hier nicht, ja? Oh Gott. Hier ist auch alles mutiert, also wer weiß, was hier... Was irgendwelche Bäume, potenzielle Bäume hier in dem Spiel sind. Oh je, Flammenwerfer! Oh je, was hat der für Munition? Keine Ahnung. Ist es Laser-Munition? Was ist das? Ich weiß es gar nicht. Ich fresse einfach mal die Waffe und nehme den Flammenwerfer. Das scheint ganz lustig zu sein. Obwohl es so... ist er gut? Ich weiß es nicht. Oh! Das war gefährlich. Geh weg, doofes Gas. Der Flammenwerfer ist echt lustig. Vor allem gegen mehrere Gegner. Aber mir geht auch gleich schon wieder die Munition aus. So viel dazu. Vielleicht fresse ich ihn auch einfach gleich. Wer weiß. Der ist natürlich perfekt gegen die Gegner, die mir richtig auf die Nerven gehen. Aber oh je. Es geht die Munition aus. Es ist überhaupt nicht cool. Da wir jetzt für die kleinen Gegner unsere coole Shotgun verwenden müssen. Boom! Oder einfach die Gegner benutzen. Indem die einfach explodieren. Oh Gott. Wir haben so viel Feuerzeugs. Oh Gott. Ah! Was soll der? Oh, zum Glück. Oh je, haben. Schade. Zum Glück haben die doofen Feuergegner da keine Feuerresistenz und oh Gott. Wir sind Roboter, warum kriegen wir überhaupt so viel Schaden von Feuer? Ah! Ah Mann, das war jetzt ein bisschen zu viel. Das war echt dumm. Ah, egal. Wir haben coole neue Waffen gesehen. Obwohl die Feuerpopcorn, die kennen wir schon, aber Flammenwerfer ist ja neu. Ich weiß es gar nicht. Aber. Ich werde jetzt erstmal mal die Folge beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.